Moin, jetzt ist wieder soweit eine neue Folge mit unserem Osmanischen Reich. So, wir haben gerade ein bisschen Frieden. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Diplomaten, mit denen wir dann Krieg erklären können. Gesehen, der kommt bald ein paar Dinger durch. Hier den adligen Rebellen, das ist so schlimm, die können ruhig ein bisschen rauskommen. Das macht gar nichts. Oh, die haben ja gar keine Truppen mehr. Ja gut, dann kriegen sie hier neue mit den Adligen. Das ist okay. So, hier kommen dann bald Rebellen irgendwo raus. Bin ich mal gespannt, wo die rauskommen. Von den Kastilianern. Wir können bei Buchauschen mal schauen. Mit die irgendwie wegkriegen. Ah, leck gerade wieder. So. Potage waren hier oben, genau. Können wir immer noch nicht erhöhen. Warum auch immer. Ich sehe es nicht. Sehr nervig. Na gut, dann halt noch nicht. Müssen wir mal abwarten. So, hier hat es offenbar die Rebellen zerlegt. Das ist sehr gut. So, wir können jetzt nächstes dann Schamba angreifen. 33.000, die haben 20.000. Ja, das passt. Wir greifen dann Schamba an. Dann kommt Ayutthaya mit Lanao und Tondo. Das ist sehr gut. Da brauchen wir hier drüben eine Armee. Nehmen wir dich. Und schicken dich hier rüber. Ja. So. Gucken, welche kommt, die da? Jupp, passt. So, die Apple ist bankrott gegangen, das tut mir jetzt aber leid. So, Blitzschutz, katholische Fanatiker, Neapel. Ah, jetzt sind sie kollabiert. Aber die haben nicht die Truppen behalten, komischerweise. Guck direkt mal katholische Fanatiker als nächstes. Eieiei. Die Abel tut mir leid. So ein bisschen zumindest. So ein ganz kleines bisschen. So, Erzürnte Nation, Erzürnte Nation. Okay. Keine Ahnung, wo ich so viel diplomatische Macht schon wieder verloren hatte. Großen Rebellen hier. Ah, hier drüben. Okay. Lass mich da ran. Danke. So, dann geh mal hier rüber. Kümmere dich mal darum. Pony wollte ich auch noch angreifen. Gut, tun wir erstmal die Dinge erledigen. Das waren die hier. Dann haben wir die da drüben. Das waren die. Riesig, oh, 25.000 auf der kleinen Insel, na ganz toll. Der nervt ein bisschen, ne? Okay, dann müssen wir uns gleich um die noch kümmern. Haben wir die hier drüben? Moment. So, mal stehen bleiben. Passt. Dann kommen wir erstmal hier rüber. Dann tun wir erstmal die schnell erlegen. So. So, dann haben wir hier in Sardinien noch welche. So. Kanischen haben wir auch. Okay. So, Staatssee aus Chaimpur. Wow. Ja, warum nicht? So, jetzt brauche ich erstmal wieder Leute. Du warst verbündet mit Landa, genau. Kommt wieder nicht ran hier, ne? Ist echt schlimm. Na gut. Das sind so an Truppen einige, ne? So, die können wir dann auch angreifen. Aber wie gesagt, ich brauche erstmal einen Typen.
Sehr gut. So. Gucken, ob ich Rebellen besiegt. Ach, hier drüben. Ich schnapp dir mal die Festung, solange wir eh noch keinen Krieg erklären. Ach doch, jetzt können wir. Wir gehen zuerst auf. Hier oben habe ich übrigens auch schon einen Plan. So. Wir können dann Ria angreifen, dann wäre Lübeck mit im Krieg. Dann könnten wir noch Venedig angreifen, dann wäre Trier mit im Krieg. Und dann müsste man, glaube ich, wer war denn das? Ne, nicht Trier, Trient. Wenn wir dann hier, ich glaube, Kleve angreift. Wir haben ja Holland dabei, der Kaiser ist eh dann mit im Krieg. Dann kommen Franken und Magdeburg mit. Da müssten wir alle besetzt haben eigentlich. Ich hoffe, das klappt so. Bin gespannt. So, mal gucken. So. Ja, natürlich kommen die jetzt da auf der blöden Insel, ne? Ach, das sind auch noch welche, siehst du? Auf der Marshallinseln, okay. Das ist doof. Aber okay. Da kümmern wir uns gleich drum. Sind wir dran, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, okay. Erstmal, wie machen wir das jetzt? Mal überlegen. Erstmal Schamba angreifen, auf jeden Fall. Imperialismus. So. Dann kommen wir hier durch, noch nicht, aber bestimmt gleich. Festung. Ränder. Aber jetzt haben wir keine Generäle, ne? Moment. Erstmal Generäle besorgen. So. Da sind keine drin, das ist okay. Den können wir drin lassen. Da ist keiner. Ah, vielleicht kommt der sich jetzt um die, dann brauche ich das nicht machen. Sehr gut. Gerade die Dings nicht. Er geht da rein. Der könnte eigentlich auch direkt die Stadt belagern, ne? So. Da auch. Okay. Erster Krieg ist wieder am Laufen. Passt. So, hier sind jetzt keine Rebellen gekommen. Na super. Na, ganz toll. Okay. Kommen Sie doch mal hier hoch. So. Venedig hat wie viel Truppen? 95.000. Eieieiei. Wahnsinnig wenig. Und schon hier durch? Nee, schade. So, Flotte ist da. Kannst du schnell hier landen? Dann kümmern wir uns erstmal um die. Der braucht noch ein bisschen.
So, die Nationalisten sind weg. Passt. Wir könnten ja eigentlich auch eine rüberziehen, ne? So. Für den Kirchenstaat nachher. So, dann nehmen wir nur kurz die da. Probier durch. Nö, immer noch nicht. Schade. Sehr schade. So, wo willst du hin? Da hoch. Okay. Dann gehen wir hier mal ein bisschen besetzen. So. Silberflotte ist da. Lehnsterische Nationalisten. Hallöchen. Das habe ich auch vergessen, die Rebellenunterdrücker anzumachen. Naja, jetzt haben wir hier so ein paar Rebellchen überall drin. Alles besetzt, ja. Leider. Befreien wir das eben. So, dann haben wir hier die Sachen am Laufen. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Sehr gut. Lauf doch mal darüber. Und du folgst unauffällig. Und was hier zu Kämpferwinsen machen? Hier unten. Okay, das dauert noch alles ein bisschen hier. Eieiei. Aber bitte ihn nicht mehr akzeptieren, dann geht das. Bomus, Transaxane und Champur, das ist ein bisschen ungünstig. Können wir vielleicht Champur sagen, gib mal hier Bündnisse auf. Nee, schade. Man müsste eigentlich noch hofieren gehen fast, ne? So. Mal plus einnehmen. Zum Krieger erklären, ist auch okay. So, dann machen wir hier die Rebellen weg. Du machst gerade die da unten, das ist sehr gut. Brauche ich das schon mal nicht machen. So. Eigentlich Pawnee den Krieg erklären, ne? Comanchen und Shoshone, die sollten nicht mitmachen. Zumindest die Shoshone. Ist doch gut. Aber wir machen erst mit dir weg. Ach, die ist in der Koalition. Verbündet mit Katsania. Was sind die hier? Ja. Mach da mal auf, Wachenruhe. Kiowa ist drin mit den Huronen. Ja, okay. Yami. Den Irokesen, der ist gerade im Krieg. Lenape ist Irokesen Abenaki. Müssten eigentlich hier die erstmal vielleicht. Cheyenne Vichena. Die hier. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ach, mal Waffenruhe. Ungünstig. Und du vielleicht? Gehen wir dann doch erstmal auf die Pony, würde ich sagen. So. Auf zur Hauptstadt. Ist das hier die Hauptstadt überhaupt? Da oben. Nee. Ja? Doch, da oben. Okay. Dann gehen wir da hin. Okay. Moskauische Revolte. Na super. Den Absolutismus.
King verliert 5 Jahre absolut Nationalismus, finde ich ganz gut. Schauen wir gleich mal. Tura. Tura ist hier irgendwo, ne? Na? Wo ist es? Da hinten. Am A der Welt. Ja, die können ruhig auch schon irgendwie haben. Alle Moskauer werden einen lokalen Effekt wie Tura erhalten. Ah, okay. Kriegt jeder 40%. Gut, was soll's. Vielleicht nochmal 5 Nationalismus. Okay. Das heißt... Na, komm, rüber. Alle nicht aufhängen. Es leckt schon wieder dermaßen. Das ist nicht schön. Budin zum Beispiel könnte man mal die Dings erhöhen. Zoom! Zoom! Jetzt. So. Und weg. So, schon mal ein bisschen weniger Nationalismus. Kasachischen haben wir noch. Berber. Glaube ich hier irgendwo. Oder? Wann der jetzt? Geht doch nicht. Wann das? Aber ach, hier unten. Gut, die Mini-Provinz kann mir auch egal sein. Da ist es auch schon wurscht. Dit ist okay. Ist auch zu viel. Außer vielleicht noch. Na. Außer. Hier. Ja, die machen wir auch weg. Das ist alles okay, muss ich sagen. Mit den Kasachischen, lassen wir die auch weg. Muss ich mich mit denen rumplagen, ne? Mann, das hier hinten, ne? Genau. Ach, da ist schon ganz hoch. Okay. Ansonsten, partikalistische haben wir noch. Ugh. Sowas ist immer Mist. Kommt er wieder sonst wo aus? Okay, das reicht eigentlich. So. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich überall Bettnationale Autonomie drin, ne? Ja. Egal, nicht so schlimm. Ist ja im Grunde auch schon egal. Muss ich sagen. Ah, shit, ich habe was vergessen. Ich wollte hier das Ding doch erhöhen. Nein, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist ja nervig. So ein Mist. Was? Alodien hat Freiheitsbestreben? Wieso? Was soll das? Nix da. Sorry. So, gehen wir dann gegen Transoxianien vor? Oder hier gegen Russland? Wie schaut es da aus?
Spitzen 12 noch. Hm. Eigentlich noch ein bisschen Truppen hier hochziehen, ne? So. Zwei lassen wir unten. So, den hier, der braucht mal einen Commander. Dann kannst du mal hier rüber. Oh, das gibt wieder Verschleiß ohne Ende. Drüben waren dann auch noch irgendwo welche. Müssen wir uns da auch noch drum kümmern. Ja, ja, nationalistische Einstellung. Ich weiß schon. Sehr nervig. Ach, wo ich in der Gabel schon angreifen, siehst du? Sobald wieder einer da ist. So, Pony war schon im Krieg, ne? Genau. Und Itza wollte ich schon angreifen. Bin ich schon erwischt? Okay. Wo ist denn hier der Osmanische Reich? Hatte ich da nicht die Leute auch nach Hause geschickt, dachte ich. Nee. Dann geh doch mal nach Hause, sonst kriegst du hier echt Probleme, Freundchen. So. Schon besser. Du bist in der Koalition mit Verbündet Kaskaskia. Wo immer das ist, das hier. Bist du eigentlich so der Nächste, ne? Wenn wir keine Waffenruhe hätten. Haha. Wir könnten noch mal gegen die Irokesen gehen. Muss ich mir mal anschauen. Schokoladenimporte. Regeneration der Rekrutenreserve jetzt eigentlich nicht schlecht, ne? Oh, es steigt auch gerade wieder. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Aha. Kann sich Schokolade durch Zucker ersetzen, weil ich genug handel. Interessant. Ich schaue es mit dem Merkmalismus aus 28. Ah, ich kann ja wieder Korruption senken. Können wir dann gleich machen. Immer die Dings so. Hier drüben haben wir eine Armee besiegt. Sehr schön. So, du kannst mal hier unterdrücken. So. Dich können wir auch hier rüberziehen. Dich brauchen wir da nicht unbedingt. So, Händler, Diplomat haben wir leider gerade nicht da. Ah, ich will hier drüben die ganzen lästigen Leute. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Was haben wir denn da für Ideen genommen? Alles? Ist es richtig? Ja, da schon alles durch. War da das mit dem Gewaltmarsch dabei?
Nee, es kommt erst, glaube ich, das nächste Mal, ne? Warum ist heute so? Ah, er kommt auch zu spät. Damned. Dann Gewaltmarsch. Ist mir auch recht. So. Lauf mal da hoch. Okay. Hey, was ist das hier? Was soll das? So. Ach so, hier drüben, den habe ich ganz vergessen, siehst du? Okay, er macht schon die Rebell für mich. Das ist schon mal sehr schön. Das freut mir. Hier drüben wird auch gekämpft. Sehr gut. Dann... Ablehnung der Steuerzahlung schon wieder. So, jetzt holen sich wieder Nationalisten. Sehr unschön. Ich glaube, da muss ich doch mal vorbeischauen, ha? Das nützt wohl nichts. Okay. Ach, hier Itza wollte schon angreifen, siehst du? Oh, schon wieder Dings verloren. Und du bist dran. Gucken, ob der sich verzieht hier. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, doch, er kommt. Oh, der ist exiliert. Ups. So eine Sauerei. Okay. Kein Problem. Gar kein Problem. Kurz die Rebellen da wegmachen. So. So, okay. Dann müssen wir das hier dann erstmal wieder alles zurückerobern, ha? Ach nee, oder? Haben die da eine Provinz bekommen? So, da ist die Belagerung durch. Sehr schön. Reicht das vielleicht schon? Hm, sieht man gerade nicht. Okay. Die Truppen habt ihr? 9000 bloß. Ja, dann können wir hier einmal halbieren, würde ich sagen. Und dann geht noch da rein. So. Okay. Das passt mir. Was ist das? Location besetzt, okay. Soll mir auch recht sein. So hier drüben. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Außer kommt noch Verstärkung jetzt. Oh oh. Oh oh. Immerhin haben wir die hier oben geschlagen. Das hier fällt mir aber gar nicht. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich fürchte, das wird nichts. Das ist ja diverse Nationalisten, Partikularisten, schieß mich tot. So, geh mal darüber. Ist das hier? Bauern? Bauern können mir egal sein.
Okay. So, mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. Wahrscheinlich verlieren wir das, ne? Ja. Du kommst wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig an. Ja. Oder? Nee. Na, super. Ganz toll gemacht. Spitze. Verloren. Glaubst du es denn? So, sorry. So, wie schaut es denn hier aus? Ah, okay. Er muss so landen. Na gut. Da sind die Dings weg. Okay. Soll mir recht sein. Du gehst wieder darüber. Ich glaube, hier hinten waren irgendwo welche, ne? Genau, das sind nochmal 22.000. So viel. Gar nicht schön. Kobox gewonnen. Ah, okay. Und das darunter. So, wir sagen mal Bahamas. Die sollen nicht nur belagern. Ach, haben wir. Ach nee, doch. So. Können wir eigentlich bei allen machen, ne? Damit die noch ein bisschen was anderes tun. Ich habe alle irgendwie kein Geld. Wie geht's denn so wie mir? Habe das Gefühl. So. Okay. Tongaische Nationalisten mit malischen Nationalisten ist ja nervig. So ein wenig. So, ich warte noch auf meine Leute. Ah, sehr schön. Dankeschön. Dass du die für mich erledigt hast. Muss ich das schon mal nicht machen. So. Ah, ich wollte gerade sagen, renne ich in die rein, du. Ich sag's dir. Jetzt mich wieder an Anführern. Nü. Diese Kosten, Unterhalt, wäre schon nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. So, wie schaut es denn hier aus? Gehen wir da hin. Gehst du da rein? Macht denn eigentlich Australier? Nicht. Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. So, ein bisschen weiter konvertieren. Ihr wisst schon. Annektieren, Kernprovinzen machen, wie auch immer das nennt. Keine Ahnung. Okay, der kümmert sich dann um die Rebellen. Wann war hier Friedensende? 17, 8 April. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Nächstes Ziel wäre dann Venedig eigentlich, ne? Erstmal. Polnische und preußische Nationalisten. Das ist okay.
Skandinavische Raffinäre, okay. Venedig angreifen. Ui, da kommt auch viel mit. Das ist aber nicht wenig. Müsste ich mich hier nochmal um die ganze Ecke kümmern. Und Florenz. Boah. Was habt ihr so an Truppen? Einiges, ne? Nicht unbedingt wenig. Ja, würde ich da auch nochmal angreifen. Kommen Sie doch mal hier rüber, bitte. So. Danke. So, hier unten haben wir diverse Schiffchen jetzt. Okay, dann gehen wir hier blockieren. Lauft man hier so rein. Ich hoffe, das geht gut hier, was ich da mache. Ich bin gespannt. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Das war's erstmal wieder. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.